vor dem Volk als vor dem politischen Gegner schlecht dar. Ich bringe den Jungen sicher zurück. Der Junge wird schon bald wieder zu Hause sein. Ihr dürft das gerne ankündigen, aber die Belohnung bekommt derjenige, der ihn unversehrt zurückbringt. Ihr könnt das auch mit den Winters ausdiskutieren, solltet ihr sie treffen. An der verwundeten Küste. Seltsames Völkchen, würde ich mal sagen. Aber okay, wir können das mit denen ausdiskutieren. Ich meine, ich habe Kaffee und Kuchen hier. Naja, nicht Kaffee und Kuchen, ich mag ja keinen Kuchen. Was können wir sonst? Ein Dämonengürtel, Moment, Mana Ausdauer, ja. Warum nicht? Ja, und das auch, warum nicht? Ach du meine Güte. So, was haben wir hier? Gürtel, was kann dieser? Nicht passend, nicht passend, ah. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Ach, verdammt. Jetzt sehe ich gerade. Oh, sieht nicht gut aus. Ja, wir müssen schnell Freundschaft mit den Kumpel hier schließen. Ich meine, ich mag ihn ja total gerne. Und er soll nicht irgendwie von mir was Böses denken. Ein bisschen Willenskraft könnte er gebrauchen. So, bestätigen wir mal. Das kann sie schon alles. Nicht gut. Gut, dann können wir mal hier was machen. Ach, das hat sie schon. Dann machen wir mal die Versteinerung. Ach, ich vermisste den einen bestimmten Zauber, den ich halt bei Wind noch eingesetzt habe. So. Ja, eins der Zauber, was ich hier habe, ist wandelnde Bombe gewesen. Oh, das hat schön gesplasht. Das sah schon richtig klasse aus. So, jetzt haben wir hier umgebetet. Ja, nehmen wir mal die Quest an. Und gehen mal weiter. Da fällt mir ein, ich muss ihr noch einen anderen Zauberstab geben. Wäre angebracht, bevor ich hier irgendwas mache. Habe ich dir hier denn etwas? Holzstab. Magie 22. Heilung durch diese. Ja. Ja, können wir diesen mal nehmen? Ja, nehmen wir mal den hier, der ist auch gut. Erfüllt auch seinen Zweck. Ich möchte mehr über das Leben als Wache wissen, Evelyn. Ich glaube, das wäre nicht das Richtige für euch. Ich weiß, aber es könnte helfen, nicht erwischt zu werden. Das hättet ihr jetzt vermutlich nicht sagen sollen. Warum nicht? Weil... schon gut. Weil vielleicht sie von der Wache ist? Meine Güte. Ja, heute mache ich mir was ganz Leckeres zu essen. Und zwar Nudeln mit Brokkoli. Oh, lecker. Aber mir ist aufgefallen, ich habe heute sehr viel zu rendern. Ja, die ganzen Aufnahmen, die ich hier gemacht habe, schon seit gestern an Beginn. Oh, verdammt, noch eins. So viel, so viel. Gespeichert. Und schon gibt es auf der Welt einen Kunari weniger. Das war einfacher, als ich gedacht hätte. Ruf die Männer zurück. Wir haben eine Verabredung mit dem Vicomte. Ist doch so, nicht wahr, Seamus? Ashard, ihr habt ihn getötet. Ihr verschieden Schlampe. Ist das eines ihrer Worte? Seht ihr? Und genau deshalb muss man euch nach Hause schleifen. Ihr mögt diese Dinger viel zu gerne. Hey. Und ich wette, ihr seid sogar noch viel weiter gegangen. Ist es nicht so, Bengel? Lasst ihn in Ruhe. Das klingt nicht, als wolle er euch begleiten. Oh, wir bekommen Konkurrenz. Ich bedauere, aber ihr kommt zu spät. Die Winters haben... Ich habe bereits Anspruch auf ihn erhoben. Syrah, ich gehe zurück, wenn es sein muss, aber ich lasse nicht zu, dass diese Mörder belohnt werden. Verwöhntes Blag! Ich schneide euch die Zunge raus und verlange eine Zulage dafür, dass ich euch stumm zurückbringe. Ist nicht wahr. Und was euch betrifft, ich hätte nichts gegen ein wenig Unterhaltung einzuwenden.
solange wir auf die anderen warten. Kannst du knicken, meine Liebe? Hier. Ich glaube, ich bin in diesem Teil froh, dass ich ihn mitgenommen habe. Okay, wo ist denn der Rest davon? Ach, da drüben, ja. Das Miststück sind wir los, aber sie hat gesagt, sie wartet noch auf andere. Auf jede Menge andere. Dann machen wir uns lieber bereit. Räumt das Lager auf, dann bereiten wir eine angemessene Begrüßung für sie vor. Hey, das sind die sogar auch. Wurde auch Zeit. Wir wollten euch zerfetzen. Okay, das passt mir jetzt gar nicht. So. Ja. Ach, da ist noch einer. Ich habe noch nie zuvor so viele Leichen gesehen. All dieses Blut. Er schlagt ihr euch aber auch sehr gut. Wir schaffen das schon. Ihr müsst nur noch ein wenig länger durchhalten. Es könnten noch mehr kommen. Ja, die letzte Bataillon kommt jetzt. Nein, nein. Genau. Wow, Vic hat nicht mehr genug Energie. Und ich kann ihn nicht heilen. Gut. Die haben wir auch bald erledigt. Rashad hat niemals gelogen, niemals jemandem etwas vorgemacht. Entweder man war seine Zeit wert oder eben nicht. Sie sind nicht die Tiere, die andere in ihnen sehen. Bringt mich zu meinem Vater, dann werde ich versuchen, ihn davon zu überzeugen. Wir vertiefen mal dieses Thema. Kanntet ihr diesen Kunari schon vorher? Das war offensichtlich nicht eure erste Begegnung mit diesem Ashad. Ich bin ihm kurz nach ihrem Schiffbruch begegnet. Ich war mal wieder fortgelaufen, um der Feste und meinem Vater zu entfliehen. Ashad sollte die Küste absuchen, um eine Antwort für den Arishok zu finden. Ich war so voller Zweifel. Die Kunari hingegen zweifeln niemals. Eine seltsame Freundschaft. Mir war nicht bewusst, dass die Kunari mit anderen Freundschaft schließen. Das ist vielleicht auch nicht das richtige Wort. Ich bin der Sohn des Vicomte, gebunden an all das, was diese Stellung mit sich bringt. Ashad jedoch hat das nie gekümmert. Wir waren beide auf der Suche nach etwas.
Mehr war nicht von Belang. Wollen wir ihn nicht bestatten? Ich muss zugeben, dass ich mir nicht sicher bin, wie man mit einem toten Kunari angemessen verfährt. Der Körper ist nicht länger er und bedarf somit auch keiner besonderen Behandlung. Das ist der Weg, dem sie allem Anschein nach folgen. Sollten seine Leute davon erfahren? Sie werden es wissen. Ob sie sich allerdings dazu herablassen, es auch zur Kenntnis zu nehmen, kann ich nicht sagen. Es gab vieles, was ich an Ashad nicht verstanden habe. Aber er war es wert, es immer wieder zu versuchen. Euer Vater macht sich Sorgen. Der Vicomte macht sich wirklich Sorgen um euer Wohlergehen. Der Vicomte schickt ein paar Schläger, um die Aufgabe eines Vaters zu erfüllen. Ich war nicht in Gefahr, bevor diese Hilfe eingetroffen ist. Ihr hättet ihm sagen können, dass es euer Wunsch war. Ihr solltet mit derartigen Mutmaßungen vorsichtig sein. Er hört mir nicht zu. Er ist es ebenso leid, enttäuscht zu werden, wie ich es leid bin, das alles zu ertragen. Und jetzt ist Ashad tot. Das ist einfach nicht richtig. Wartet, hier einfach. Wir müssen noch was erledigen. Wir werden noch früh genug aufbrechen, Seamus. Haltet euch bereit. Wie ihr meint, Syrah. So, warum wir nochmal hier ein bisschen rumgucken. Ja, wir wollen die Schätze einsammeln, bevor sie verschwinden. Tun sie ja eh nicht. Ah, sehr gut. Hier ist noch etwas. Vorlage für Feuerrune. Ja, kenne ich. Moment, von Genitivi? Dolch. So, hier eine Truhe mit Tigerwurm. Ich weiß nicht. Ach, dachte ich es mir doch. Er hat hier Rambazamba gemacht. Ach, Mensch. Oh, ein Augenblick. Uff. Oh, ich musste niesen. Und das ist kein schöner Anhörungsding ins Kirchenlegal. Ich bin bereit aufzubrechen. Und ihr wollt euch doch bestimmt eure Belohnung abholen. Gehen wir dann mal zurück. Lasst uns gehen, Seamus. Euer Vater wird in der Feste auf euch warten. Dann bringt mich zu ihm. Kaffee. Wir haben es geschafft. Und warum läuft immer noch diese Musik? Keine Ahnung. Und wichtig... Vater, mein Sohn, ich dachte, ich hätte dich verloren. Genug, Vater. Darf ich euch Syrah Hawk vorstellen, Exzellenz? Er hat die Aufgabe erfüllt. Seid meiner Dankbarkeit gewiss. Hoffentlich musstet ihr für meinen Sohn keine größere Unbill hinnehmen. Es war mir eine Ehre. Es gab Komplikationen, aber ich konnte euren Sohn vor jeglichem Schaden bewahren. Wie ich hörte, haben sich die Winters ebenfalls beteiligt. Hätte sich der Zwischenfall nicht vermeiden lassen. Sie haben meinen Freund ermordet. Ist das denn völlig ohne Belang? Es heißt, du warst bei deiner Entführung allein. Bist wie ein Narr die Küste entlang spaziert. Ich wurde nicht entführt. Ich war bei Ashad, den Kunari. Das sind keine Monster, die man fürchten muss. Wenn du es nur verstehen wolltest, dann würden es andere auch erkennen. Eine Entführung wäre besser als der Verdacht, sie hätten bereits Einfluss auf meine Familie. Wohlgesonnen oder nicht, das ist einfach zu viel. Das ist nicht meine Sache. Verzeiht, diese Angelegenheit ist gänzlich eure Privatsache. Wir wissen eure Tat zu schätzen. Der Truchsess wird euch hinaus begleiten. So, das, das ist jetzt ungewöhnlich. Gut, dann gehen wir mal weiter voran. Und erledigen eine andere Hauptaufgabe, die noch vor uns liegt. So. Guten Tag.
Wir sollten weitergehen. Ich könnte... Fenris anwesen. Ja, ich könnte nochmal mit Fenris reden. Ich glaube, ein bisschen Gesprächsbedarf wäre ganz gut. Und ich glaube, einige Fans unter euch, die ihn auch lieben. Agregio Pavani. Im Keller sind 6 Flaschen davon. Ich musste ihn immer Daenerys Gästen ausschenken. Er sagte, mein Aussehen mache ihnen Angst. Und das hat er genossen. Ich mag euer Aussehen. Ich kann mir nicht vorstellen, inwiefern es sie abschrecken sollte. Ihr sagt, was ihr denkt. Das muss man euch lassen. Ein Glück, dass ich mich noch immer an den kleinen Dingen erfreuen kann. Es muss schwer gewesen sein. Ihr hattet kein einfaches Leben. Ich möchte lieber nicht weiter darüber sprechen. Seid ihr euch sicher? Ich wäre bereit, euch zuzuhören. Meinem Gejammer? Wie selbstlos von euch. Ich wollte meine Vergangenheit hinter mir lassen, aber sie holt mich immer wieder ein. Sagt, wolltet ihr niemals nach Ferelden zurückkehren? Ich habe kein Zuhause mehr. Ich habe dort nichts mehr, wohin ich zurückkehren könnte. Die Verderbnis ist vorbei. Ihr könntet wieder aufbauen, was ihr verloren habt. Ist das wirklich nicht euer Wunsch? Meine Familie ist hier. Was soll ich denn da überhaupt? Meine Mutter stammt aus Kirkwall. Unsere Wurzeln sind hier. Ihr habt also einen Ort, an dem ihr euch niederlassen könnt. Ich verstehe. Allein die Möglichkeit zu haben, muss schön sein.